Unser Housing Day war geplant als Demo weltweit mit vielen Aktionen. Wir können es nur virtuell durchführen. Warum? Das wisst ihr. Mundschutz. Er muss nicht lila sein. Wenn er aus Stoff ist, möglichst nur einmal benutzen, dann 60 Grad Wäsche. Man kann sich sowas auch nähen lassen. Oder man kann, kein Witz, sich mit einfachen Mitteln so etwas herstellen. Wie gesagt, kein Witz. Denkt mal an einen Kaffeefilter, an ein Gummiband, an Tesafilm und an einen Tacker. Jeder Schutz ist besser als kein Schutz. Gegenseitig ist dieser Schutz. Und einmal Handschuhe und Hände waschen. Danke. Ja, unser Housing Day, das Thema Wohnen. Schon vor Corona ein großes Problem für viele benachteiligte Menschen. Und Wohnen ein Grundrecht. Ohne Wohnen kein Zuhause, kein Dach über dem Kopf im Winter, kein Schutz vor Witterung. Ich denke, ich brauche es nicht weiter zu erklären. Unternehmen wie Blackstone, ja, die haben mit BlackRock zu tun, richtig? Blackstone spekulieren weltweit und machen Wohnen zum reinen Spekulationsobjekt und zur Profitmaschine ohne Rücksicht auf Verluste. Von daher fragt sich eigentlich, wie wohnen Sie in einem Jahr? Sind Sie gut situiert? Haben schon Eigentum bezahlt und so weiter? Herzlichen Glückwunsch. So glücklich sind bei weitem nicht alle Menschen. Und daher unser Housing Day. Unser Housing Day. Wir wollen informieren. Wir haben Forderungen, die wir für wichtig, humanitär und sozial für sehr geboten halten. Wenn es den Schlechten immer schlechter geht, wirkt sich das auf die gesamte Gemeinschaft aus. Wohnen für Menschen statt für Profite. Housing Action Day am 28.03. Leider nur virtuell. Virtuell. Aber dennoch, wie wohnen Sie in einem Jahr? Wie wohnen Sie in einem Jahr? Wenn wir die Superreichen, die Hedgefonds, Blackstone, BlackRock ungehindert weiter agieren lassen, wie wohnen Sie? In einer überteuerten Wohnung? In einer zu kleinen Wohnung? In einer Bruchbude? In einer teuren und kleinen Wohnung? Im Obdachlosenasyl? Oder in einer richtigen Wohnung, aber an der Autobahn? Oder in einer wunderbaren Einflugschneise? Und naja, wenn Sie Asylbewerber sind, bestenfalls
in einer Sammeleinrichtung oder in einem Zelt, in einem Container. Das wünschen sich nicht genauso wenig wie die Obdachlosensiedlung, glauben Sie mir. Oder wohnen Sie in einer guten und preiswerten Wohnung? Wenn nicht, wir sollten etwas dafür tun. Virtuelle Aktionen, reale Aktionen, soweit irgend möglich, jegliche Aktivität, um ein Grundrecht auf Wohnen zu verbreiten. Wir sind noch immer ein reiches Land und wir können hier erstmal anfangen, aber natürlich gilt die Forderung weltweit. Wir haben hier noch ein paar Thesen. Wir wollen echte soziale Mieten und ein grundlegend anderes Miethöhenrecht. Keine Profite mit der Miete. Ein Ende von Zwangsräumungen und Wohnungslosigkeit. Housing first. In würdevollen Wohnungen und ein einklagbares Recht auf Wohnen. Leerstände beenden. Wir fordern, dass die Vermietung von spekulativem Leerstand erzwungen werden kann. Besetzungen legalisieren. Echte demokratische Mitbestimmung und kollektive Rechte für Mieterinnen und Mieter. Wir wollen mitbestimmen, was mit unserem Zuhause passiert. Eine neue Gemeinnützigkeit im Wohnungsbereich. Ein Ende der Wohnungsspekulation, eine Sozialisierung des Grundeigentums, die Vergesellschaftung der großen Wohnungskonzerne, Wohnraum und Boden dürfen keine Ware sein. Entschuldigung, es ist ein bisschen klein geschrieben. Einen radikalen Kurswechsel in Politik und Wirtschaft für eine solidarische und ökologische Stadtentwicklung. Solange unser Recht auf Wohnen nicht durchgesetzt ist, der Mietenwahnsinn kein Ende nimmt und Profitinteressen immer mehr zählen als soziale Gerechtigkeit, werden wir den Druck weiter erhöhen. Macht mit in unserem Einsatz für ein Recht auf würdevolles Wohnen. Protest, Widerstand, Solidarität und Alternativen. Danke für die Aufmerksamkeit.